Schwerer Waffenträger Infanterie oder auch kurz SWATRINF, dies ist die Bezeichnung des neuen gepanzerten Transportkraftfahrzeug Boxer der Bundeswehr. Der schwere Waffenträger Infanterie wird zukünftig die mittleren Streitkräfte im Heer ausstatten, eine von drei Kräftekategorien, die nun innerhalb der Bundeswehr umgestellt werden. Dieser Prozess begann 2014 und wurde durch den aktuellen Konflikt in der Ukraine beschleunigt. So wurde am 10. Juli 2023 offiziell der Erwerb von rund 100 Fahrzeugen bekannt gegeben. Ab 2025 soll der schwere Waffenträger Infanterie, nachfolgend zur Vereinfachung nur als Waffenträger bezeichnet, geliefert werden, um die mittleren Streitkräfte auszustatten. Nicht nur die Bundeswehr stellt neue Streitkräfte auf, auch du kannst im kostenlosen PvP-Multiplayer-Strategiespiel Call of War mit dem Schwerpunkt auf den Zweiten Weltkrieg eigene Streitkräfte aufstellen. Als Strategiefan kann ich euch das Spiel an dieser Stelle empfehlen. Bis zu 100 reale Spieler können sich in Echtzeit in einem Match aufhalten. Dabei kannst du deine Einheiten aus Infanterie, Panzerabwehrgeschützen, Panzern, Artillerie, Flugzeugen und Schiffen selber zusammenstellen. Schließe Bündnisse, um deinen Einfluss zu stärken oder erkläre anderen Ländern den Krieg. Regelmäßige Updates versorgen dich obendrein mit neuen Inhalten. So erhältst du ein großzügiges Paket mit 13.000 Gold und einem Monat Premium-Abo. Das Angebot ist nur für 30 Tage verfügbar, verliere also keine Zeit. Und spiele jetzt Call of War. Die drei Kräftekategorien umfassen leichte, mittlere und schwere Bereiche. Während die leichten Kräfte geringen Schutz, luftbeweglich und schnell verlegbar sind, sowie eine Wirkung auf kurze Distanz bieten, bieten die mittleren Kräfte einen erhöhten Schutz und sind eigenbeweglich mit einer direkten und indirekten Wirkung auf Distanz. Hier werden die neuen Waffenträger ihren Platz einnehmen. Die schweren Kräfte bieten den höchsten Schutz und sind aufwendig verlegbar. Die stärkste Wirkung wird hier durch Fahrzeuge wie dem Leopard 2, Schützenpanzer Puma oder der Panzerhaubitze 2000 realisiert. Die mittleren Kräfte setzen für ihren Auftrag auf radgestützte Fahrzeuge, da diese sich ohne Transportmittel schnell auf Straßen und Wegen verlegen können. So soll auch die neue Radhaubitze RCH 155 auf GTK Boxer Fahrgestell für die Bundeswehr erworben und den mittleren Kräften zugeteilt werden. Mehr zu der RCH 155 Radhaubitze in einem separaten Video. Der Waffenträger basiert auf der australischen CRV-Variante des Boxers. Diese speziell für das australische Militär entwickelte Variante zeigt gegenüber der bisher bekannten und genutzten innerhalb der Bundeswehr bekannte, aber auch neue Eigenschaften. Die 100%ige Konfiguration für die Bundeswehr ist noch nicht bekannt, zumal bisher auch noch kein Fahrzeug gebaut wurde. Apropos gebaut, der Waffenträger wird nicht in Deutschland, sondern in dem neuen 2020 eröffneten Militärfahrzeugkompetenzzentrum im australischen Queensland gebaut. Getestet wurde der Waffenträger bereits in Deutschland, wie Traileraufnahmen verraten. Hier noch einige grundlegende technische Daten zum neuen Waffenträger. Die Länge beträgt 7,93 Meter, die Breite 2,99 Meter und die Höhe 3,24 Meter. Die Bodenfreiheit liegt bei einem halben Meter. Eine Steigrate von 60% kann der Panzer erklimmen und eine Neigung von 30% sind kein Problem. Die Grabenüberschreitung liegt bei 2 Metern. Das Gewicht liegt bei beachtlichen 38,5 Tonnen. Aus diesem Grund mussten einige Anpassungen an dem Fahrwerk sowie an der Grundkonstruktion vorgenommen werden. Denn das übliche Höchstgewicht liegt eigentlich bei 36,5 Tonnen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km pro Stunde und um diese zu erreichen, ist der Panzer mit einem MTU V8 199 TE20 oder TE21 ausgestattet, der 820 PS sowie 3000 Newtonmeter bereitstellt. Die maximale Reichweite bei einer vollen Tankfüllung liegt dabei bei rund 1000 km. Besatzung sind 3 Mann, Fahrer, Kommandant, Richtschütze sowie bis zu 8 weitere Infanteristen. Primärbewaffnung ist die 30mm MK30-2 ABM von Rheinmetall sowie das MELS, also das mehrrollenfähige leichte Lenkflugkörpersystem mit Panzerabwehrraketen vom Typ Spike LR2. Sekundär ist ein koaxiales MG im Kaliber 7,62 x 51 mm verbaut. Bei der Bundeswehr dürfte es sich dabei um das MG3 handeln. Das Richtfeld der Hauptwaffenanlage liegt dabei bei minus 10 bis plus 45 Grad. Der schwere Waffenträger Infanterie wird nicht ohne Grund so genannt. Zum einen wegen dem enorm hohen Gewicht für einen Radpanzer. Nur zum Vergleich, der Kampfpanzer Leopard 1 wiegt lediglich 2 und der Schützenpanzer Puma rund 4 Tonnen mehr. Das Gewicht kommt aber nicht von ungefähr. So ist der Waffenträger mit zusätzlichen modularen Panzerungsblöcken an der oberen Front- und Seitenpanzerung ausgestattet. Der Minenschutz wurde nochmals gegen Panzerabwehrminen und improvisierten Sprengsätzen verbessert.
Der Lance 2.0 Turm ist in seiner Größe und Ausstattung ebenfalls nicht zu unterschätzen. Im Vergleich zum RCT-30 Turm des Schützenpanzer Puma mit derselben Bewaffnung ist der Lance 2.0 Turm größer, da dieser bemannt ist und der des Schützenpanzers Pumas nicht. Der Waffenträger liegt bei den restlichen technischen Daten größtenteils auf dem Standardlevel einer GTK Boxer A2 Ausführung. Die Turmkonstruktion ist bereits vom KF-41 Lynx bekannt. Dieser bietet dem Nutzer eine Reihe von Möglichkeiten, den Turm nach spezifischen Wünschen anzupassen. Das erklärt auch die unterschiedlichen Erscheinungsbilder des Turms auf verschiedenen Fahrzeugen. Die Primärbewaffnung des Waffenträgers ist die bereits erwähnte 30mm MK-30-2 ABM mit einer Feuerreichweite von rund 3000 Metern gegen Boden- wie auch Luftzielen. Verschossen werden Geschosse im Kaliber 30x173mm. Die Feuerrate liegt bei 600 Schuss pro Minute, wobei die optimale Feuerrate bei 200 Schuss pro Minute liegt, um die optimale Treffergenauigkeit zu erreichen. Das Geschütz kann durch zwei separate Riemen mit Munition versorgt werden, wodurch es möglich ist, zwei unterschiedliche Munitionstypen zeitnah einsetzen zu können. Die Bereitschaftsmunition beträgt rund 250 Schuss. Eine Reihe von Geschosstypen können verwendet werden. So kann zum Beispiel die PMC 359 AP FSDST oder auch panzerbrechende flossenstabilisierte Wuchtgeschosse mit Leuchtspur gegen gepanzerte Ziele eingesetzt werden und die programmierbare PMC 308 KETF kinetische energetische Zeitzünder ABM gegen Weichziele. Die Programmierung der Geschosse erfolgt beim Austritt aus dem Lauf innerhalb der Mündungsbremse, ein großer Vorteil gegenüber anderen Geschützen im selben Kaliber. Das sekundäre koaxiale Maschinengewehr im Kaliber 7,62x51mm dürfte eine Magazingröße von 750 Schuss aufweisen. Um gepanzerte oder weit entfernte Ziele bekämpfen zu können, ist der Waffenträger mit dem mehrrollenfähigen leichten Lenkflugkörpersystem, kurz MELS, ausgestattet. Das MELS ist mit zwei Panzerabwehrraketen vom Typ Spike LR2 von Rafael Advanced Defense Systems bestückt, die unter Lizenz von der Eurospike GmbH in Deutschland produziert werden. Die Feuerreichweite liegt bei 5500 Metern. Die Rakete kann mit verschiedenen Sprengköpfen bestückt werden, wie Tandem Heat oder Multirolle. Durch die verschiedenen Sprengköpfe kann die Spike LR2 gegen nahezu jedes Ziel eingesetzt werden. Dazu gesellt sich eine ausreichende Anzahl von Wirkungsmodis, die es dem Nutzer erlauben, die Rakete in jeder Situation einzusetzen. Die Modis sind Fire and Forget, Fire to Target Coordinated Beyond the Line of Sight, Fire and Observe und manuelle Steuerung. Eine zusätzliche Waffenstation auf dem Turm des Panzers ist aktuell nicht vorgesehen. Bei dem Thema abstandsaktive Schutzmaßnahme konnte ich keine Angaben finden, also ob der Panzer mit einem entsprechenden System ausgestattet werden soll und falls ja, mit welchem. In rund 2 Jahren bei der ersten Auslieferung der schweren Waffenträgerinfanterie an die Bundeswehr dürften wir da etwas schlauer sein. Einen Eindruck von den Fähigkeiten der schweren Waffenträgerinfanterie konnten sich rund 240 Bundeswehrsoldaten während der Militärübung Talisman Saber vom 22. Juli bis 4. August 2023 in Australien machen. An dieser Stelle möchte ich nochmals auf Call of War hinweisen, dem kostenlosen PvP-Multiplayer-Strategiespiel mit dem Schwerpunkt des Zweiten Weltkrieges. So erhältst du ein großzügiges Paket mit 13.000 Gold und einem Monat Premium-Abo und spiele jetzt Call of War. Schreibt mir gerne eure Meinung zum neuen schweren Waffenträger Infanterie der Bundeswehr und der mittleren Kräfte in die Kommentare. Falls ihr ergänzende Informationen zu dem Panzer habt, sind diese ebenfalls gerne gesehen. Das war's wieder von panzer-universum.de.